Bin immer noch in der Bank und da laufen schon die Sicherheitsroboter rum. Ich habe aber zum Glück einen Speicherstand. Und hier ist auch nochmal eine neue Karte. Wir sind jetzt unten. Da ist dann eben eine. Warte mal, unten ist die Eingangshalle. Da sind wir gerade rein. Rechts ist eine Treppe, ein Treppenhaus. Zwei ist Büro des der Direktoren. Das ist im dritten Stock. Der Tresorzugang ist auch im dritten Stock. Im zweiten Stock ist das Sicherheitsbüro und die Tresorsteuerung. Im vierten Stock ist die Tresorwartung und im Keller ist Tresorzugang und Archiv und Kassetten. Das muss der Tresor sein. Ist eine Art komplizierter Aufzug. Vom Steuerraum aus bewegt man ihn an zwei Orte. Ich muss ihn irgendwie bewegen. Wie auch immer das geht. Schauen wir uns doch erstmal um. Also der kommt schon mal bis dahin. Zu wissen. Das ist ein Alarm. Ist da Saft drauf? Nee, oder? Ich könnte von hier direkt hoch. Hier hoch teleportieren. Das zu umgehen. Hier hinten ist der Strom. Das ist irgendwo ganz, ganz weit weg. Ordnung. Die Michaels Bank wünscht einen schönen Tag. Gehen wir mal auf Level 2 hoch. Ja, oder auch nicht. Also der eine turnt da unten rum. Ja, shit, hier geht's nicht durch. Jetzt wird's hier doch noch mal ein bisschen schwieriger. Artefakt. Ist nochmal eine Schalttafel. Drüben ist ein Artefakt drin, das ist eine Uhr. So, hier komme ich aber natürlich nicht durch. Inaktiv. Ich habe immer noch ein Kloß im Hals irgendwie. Ein bisschen. Auch nicht höher. So, mein stiller Freund. Da sind noch Aufzeichnungen. Dahin, aber der guckt in beide Richtungen, oder? Nee, er guckt. Ich hasse diese Dinger. Warum grinsen die so? Aber er guckt nur in eine Richtung. Machen wir doch mal ein kleines Experiment.
Private Kassette, zweiter Ort. Mit dem jetzt hier eigentlich auch in den hinteren Bereich mich einfach teleportieren lassen. Ich meine, der Typ passt ja nur da vorne auf. Oder was noch wichtiger ist, kann ich mich durch das Zeug hier durch teleportieren lassen? Warte mal. Das geht nicht. Okay, gut zu wissen. Wäre ja, vielleicht auch ein bisschen zu einfach gewesen. Shitty. Shitty, shitty, shitty. Aber es ist doch eigentlich ein Platztauschen und keine Teleportation. Also kein richtiges da lang bewegen. Dann machen wir es anders. Warte mal, gehen wir hier rüber. Oder ich gehe einfach hier unten lang. Das geht natürlich auch immer. So, schauen wir mal. Will mich jetzt hier nicht zu sehr in die Höhle des Löwens wagen. Ja, da sind aber noch Sachen, die ich haben will. Nein, da war's. Jawort. Hier. Zweiter Einfluss. Das brauchen wir jetzt erstmal nicht. Schriftwechsel zwischen Revisoren 5. Sehr geehrter Pilar, ich bin froh, dass wir gemeinsam die Ursache der Unstimmigkeiten finden konnten. Ich habe den für die Fehler in unseren Aufzeichnungen verantwortlichen Angestellten entlassen und wie von Ihnen empfohlen durch Lorca Gomez ersetzt. Ich möchte mich noch einmal für das Missverständnis entschuldigen. Ich hoffe, Sie nehmen es mir nicht übel und ich freue mich auf eine zukünftige enge Zusammenarbeit. Mit herzlichen Grüßen, Tan. Schriftwechsel 1. Pilar, die Unterlagen Ihrer Abteilung stimmen schon zum dritten Mal mit dem Hauptaufzeichnungen überein. Eine derart schlampige Arbeit ist in der Michaelsbank inakzeptabel. Wenn Ihr Team die Guthaben diesen Monat nicht abgleichen kann, gehe ich davon aus, dass Sie Geld veruntreuen und ziehe es von Ihrem Gehalt ab. Vielleicht fällt Ihnen dann ja wieder ein, wie man eine einfache Spalte addiert. Also hier gibt es auf jeden Fall noch eine Kette, an der man hoch kann. Oh, das ist ein ganzes Sicherheitssystem. Ihre Sachen. Das ist meine blöde Figur. Sieht auch schon ein bisschen komplexer jetzt hier aus. Sie gründen ein Unternehmen. Michaels und Partner sind für Sie da.
Notiz an das Personal über Dr. Galvani, an das gesamte Schichtpersonal, so rum. Der Stapel an Dokumenten aus Tyvia dürfte Ihnen bestimmt schon aufgefallen sein. Wir haben eine übermäßige Menge an Briefen von Dr. Galvani hinsichtlich der Sicherheit und des Inhalts seiner Kassette erhalten. Er ist erst seit 2 Monaten unser Kunde, seine Korrespondenz dazu nimmt aber kein Ende. In unserem letzten Brief habe ich ihm versichert, dass unsere Sicherheitsmaßnahmen unübertroffen sind, aber der Mann lässt sich nicht beruhigen. Offenbar wurde schon 2-mal bei ihm eingebrochen und er kann die Vorstellung nicht ertragen, dass dies noch einmal passiert. Doch dann schrieb er, dass die Kombination das wichtigste Datum in seinem Leben wäre. Warum erzählt er das überhaupt? Weiß er denn nicht, wie einfach man darauf kommen kann? Der Mann wurde immer wieder ausgeraubt und nimmt die Sache trotzdem nicht ernst. Nun ja, falls er sich erneut meldet, antworten Sie einfach mit unserem Standardbrief, da ihn sowieso nichts beruhigen kann. Seine Kassette ist so sicher wie alles andere an diesem Ort. Sicherheitsleiter Dorius. Ja, so sicher wie alles andere an diesem Ort. Das werden wir noch feststellen, denn alles andere ist gar nicht mal sicher hier. Weil ich euch ausgeraubt habe. Jetzt guck mal her, was gibt's noch? Bisschen aufpassen, nicht, dass ich dem Roboter am Ende dann doch mal vor die Füße laufe. Das würde ich jetzt nicht unbedingt wollen. So, warte mal. Hier kann ich das Sicherheitssystem ausschalten. Okay. Wäre wahrscheinlich nur wichtig, dass ich es mache, wenn der nicht gerade irgendwie hinguckt. Wo vielleicht merkt er das gar nicht. Gehen wir mal auf Nummer sicher. Ah, das kann der gar nicht merken. So, ist der nicht strafprogrammiert? Shit. Shit. Irgendwas habe ich falsch gemacht. Oder ist es denn, wenn der das sieht, dass er damit ein Problem hat? Davon sind jetzt die anderen auch wach geworden. Aber nicht irgendwo oben durch, nee. Ja, wahrscheinlich bemerkt er das jetzt. Dann besuchen Sie uns während der Öffnungszeiten. Komm, ich mach mal richtig den Speicherstand. Aber er geht nur gucken. Das wundert ihn zwar, aber mehr macht er nicht. Ist hier irgendwo rein? Nee. Müsste wieder da oben hin. Geschaut, das kann er ja machen. Aber er kann das Ding ja nicht wieder aktivieren. Wer auch immer Ärger in meiner Bank macht, sie werden bei uns keinesfalls ein Konto eröffnen dürfen. Sehr süß. Flugprotokolle beenden. Die Michaels Bank ist sicher. Jeez.
irgendwie habe ich es heute. So, jetzt markieren wir uns den mal. Mehrere von Sätzen. Auf Anordnung ihrer kaiserlichen Majestät Emily Caldwin. Komm, dreh dich um. So, den Keller hätten wir schon mal erreicht. Sehr gut. Mal gucken, ob hier auch nochmal ein Roboter rumturnt. Könnte mir vorstellen, ja. Oh, und hier ist auf jeden Fall auch ein Fahrstuhl. Ist schon mal gut zu wissen. Und man kann auch einfach hochklettern. Noch besser. Geht's denn hier noch tiefer? Ja, da geht's auch noch tiefer runter. Das mögen wir doch immer besonders, wenn es unter den Fahrstuhl nochmal tiefer geht. So, hier sind die Kassetten und die Boxen. Und hier sind... Oh, okay. Hier ist alles unter Strom. Nee. Okay, warum ist denn da... Hä? Warte mal. Warum ist denn der eine jetzt nicht davon erledigt worden? Was heißt nicht, also nicht von... Also warum ist meine Mission nicht erledigt worden? Obwohl ich da unten jemanden alarmiert habe. Weil es wurde mir jetzt nicht abgebrochen. Sehr merkwürdig. Frage ist halt, ob ich hier überhaupt unbedingt das Ding ausschalten muss, das Sicherheitssystem. Also auf der Seite geht es nicht weiter. Hier ist das Sicherheitssystem drin. Könnte auch theoretisch oben auf die Boxen rauf. Ich kann es auch ohne versuchen. Wenn ich den jetzt auf die 2 schicke. Oben durch das Fenster.
unten unter die Metall, unter die Stromsysteme zu kommen. Vielleicht haben wir damit mehr Glück. Nö. Hier ist mal eben gar nichts. Na geil. Who's the winner now? Also. Jetzt werden wir auf jeden Fall den hier noch markieren, den großen. Zack. Weiß ich wenigstens immer, wo der ist. Und wir können mal schauen, was sich so findet. Da ist noch ein... noch ein Artefakt. Achso, der ist in einem anderen Raum. Dr. Galvins Memoiren, Gedenken zum intellektuellen Leben. Der 28. Tag im Monat der großen Kälte, der wichtigste Tag in meinem Leben. Also 2, 8 und dann noch irgendeine Nummer. Es war nach der Hohen Tafel, als wir Professoren uns in unseren Aufenthaltsräumen zurückzogen. Während wir Wein und morleischen Käse kosteten, sprachen wir über unsere Arbeit. Ich war erst kürzlich an der Akademie für Naturphilosophie zurückgekehrt, um Vorlesungen über verschiedene Krankheiten zu halten, die von der sarkonischen Fauna durch Blut übertragen werden. Es war bereits spät am Abend, als Anton Sokolov persönlich erschien. Er zog es vor, allein zu Abend zu essen, daher war ich ihm während meines Aufenthalts bislang nicht begegnet. Dem Mann folgte wie so oft der Gestank von Brandy, aber als er mich erblickte, breitete er die Arme aus und dröhnte: »Galvani, kommen Sie her, kommen Sie her!« Der große Mann höchstpersönlich rief mich zu sich. Obgleich etwas ungepflegt dank seiner Trunkenheit, hatte er noch nicht das bestickte Gewand seines hohen Amtes als Leiter der Akademie abgelegt. Die schimmernden goldenen Stiche stellten die Sternenkonstellationen des Nachthimmels dar. Ich war verzaubert. Er goss mir ein Glas thyvianischen Roten ein und drückte es mir in die Hand. Was dann folgte, war zweifellos die anregendste Unterhaltung meines ganzen Lebens. Das war aber auf jeden Fall der Typ hier, den ich da aufgeweckt habe. Partner bieten die beste Sicherheit auf allen Inseln. Elektroböden. Wachen. Oh, warte mal, da ist noch ein Knochenartefakt. Mechanische Wächter. Und? Und unser Kronjuwel, den Aufzugtresor. Warum? Ach so, das war hier drin. Nein! So, da könnte man unten durch. Da ist aber so nichts weiter. Ist das auf der Seite? Ja. Und kann man auch lang. Es geht auch komplett überall lang. Fangen Sie noch heute zu sparen an. So, der dreht hier seine Runde. Michael zum Partner. Einladen. Jetzt gucken, wo es hier noch weitergeht. Sieht so wirklich das Nichts aus?
Durchgang. Liegt noch einer. Montedite ist Hoflieferant der Krone. Auf Anordnung ihrer Kaiser. Oh, ich hätte die Markierung entfernt. Majestät Emily Caldwin. Den Vogel Bertie. Ich habe Bertie, wie wir ihn nannten, auf einer dieser vom Pech verfolgten Expeditionen nach Pandysien gefangen, auf denen ich und ein paar andere von Zeit zu Zeit versuchten, in die Fußstapfen des großen Sokolov zu treten. Die Vögel bilden große Schwärme und nisten an Klippen. Bertie war zu nah an unser Schiff geflogen, also fing ihn einer der Matrosen mit einem gut gezielten Netzwurf und wir steckten ihn in einen Käfig. Kein anderer seiner Art hatte von ihm jemals die Küste von Gristol erreicht. Als ich ihn zum ersten Mal ausstellte, sorgte er für einiges an Aufmerksamkeit. Ich hielt eine Reihe von Vorlesungen über die pandysianische Fauna und jedes Theater war randvoll mit Zuschauern, die hofften, einen Blick auf meinen kleinen Vogel zu erhaschen. Von Freunden hörte ich, dass Bertie sogar in Form kunstvoller Zeichnungen in einigen Kinderbüchern auftauchte. Mit der Zeit wurde Bertie recht zahm und saß sogar Tauben und fraß sogar Trauben aus meiner Hand. Leider starb er schon nach wenigen Jahren. Doch er war der Auslöser einer Leidenschaft für pandysianische Vögel, Eiersammeln und Tierpräparation. Ich habe ihn ausstopfen lassen und gelegentlich für eine kleine Gebühr ausgestellt. Bertie wird immer einen ganz besonderen Platz in meinem Herzen einnehmen. Das war süß. Bediene mich mal noch beim Gold. Was soll ich denn hier eigentlich noch machen? Das ist oben, ne? Und hier im Spectacle gehört, irgendein Betrunkener hat laut geprahlt, als ich nach Kanaka kam, hatte ich nicht mehr als 315 Münzen und heute habe ich meine eigene Kassette in der Bank eröffnet. 315 ist dann wahrscheinlich da die Kombination. Morgen, you! What the fuck? Das ist die Figur aus Prey. Das ist ja der Wahnsinn. Melden Sie bei Direktorin Michaels eine private Sicherheitskassette an. Limitierter Bestand. Wie war nochmal die Nummer von dem Christopher? Der hatte doch auch seine... Christopher. Hier oben jetzt dummerweise nicht eingesammelt. Scheiße. Aber hier probieren wir mal 315. Ja, oder machen einfach so auf. Bei 315 ist das jetzt hier nicht. Könnte vielleicht morgens nochmal sein, oder? Ja, voll cool. Sind Sie schon in unserer Kundenkartei? Sind Ihre Daten aktuell?
Ja, dummerweise habe ich jetzt hier scheinbar die Nummer vorhin nicht mitgenommen, aber es hat gereicht, um hier diese Nebenaufgabe zu erfüllen. Und ich würde mal sagen, es reicht auch für diese Folge. Dann machen wir den Rest der Bank in der nächsten. Also, bis denn. Tschüss.